Don Gunio. Alter, Don Gun. Ja, wir müssen uns Don Gun entledigen. Bringt ja nichts. Frage mich, ob er auch einen Granatenwerfer zählen würde. Boah, der Laser geht durch die Wände durch und so. Das ist ein bisschen buggy, ne? Ja, der ist richtig ekelhaft. Oh, hab ich ein Glück, Alter. Oh. Wo ist denn eigentlich die Kiste im Moment? Weiß ich nicht. Ich hab gleich hier ein Don Goonie-Problem, glaube ich. Er chargt seinen hässlichen Laser schon da hinten um die Ecke rum. Ja, der ist richtig widerlich. Okay, die Wunderwaffe finde ich jetzt nicht so pralle. Geht so. Oh. Er macht halt so Rocket Sky High Shit. Ja, ist ganz nett. Wir brauchen irgendwie bessere Granaten. Aber zählen denn auch andere Dinge als Granaten? Das ist auch die nächste Frage, ne? Ja. Aber ich habe keinen Kool-Aid-Eimer. Na komm schon, jetzt geh doch drauf, Mann. Wo ist der denn? Er stirbt nicht, El Goonhead. Wo ist der? Dann kann ich vielleicht mal mit der Wunderwaffe draufschießen. Vielleicht mag er das gar nicht. Oh. Er ist hier, wir sind gerade hier beim Wasserslide im Frostgebiet. Ich laufe mal zum Frostgebiet. Oh, er ist down. Oh, nice. Was gibt dir? Gibt dir irgendwas Max Ammo. Geiles? Oh, das ist nicht schlecht. Oh. War hier nicht auch noch eine Kiste in dieser, na ja, klar, hier in der Schlotterburg. Da in diesem Piratendurchgang, da ist auch noch eine Kiste. Was war das für ein Holzgeräusch? Keine Ahnung. Also ich krieg Granatenkills, krieg ich gar nicht hin. Nee. Das können wir voll vergessen. Ich würde dann mal hier die Kiste. Gibt's irgendwas, was Granaten verstärkt? Gibt's hier vielleicht Semtex wenigstens oder sowas? Das meinte ich ja, ob es hier irgendwo an der Wand Semtex kaufbar gibt oder so, weißt du? Das meinte ich ja vorhin. Weil Semtex wäre schon ein bisschen geiler. Ist das die Raketenwaffe da, hä? Naja, aber so geil ist sie auch nicht. Nimm noch mal die andere mit. Kannst du nicht auch jetzt wechseln? Einen habe ich noch freigeschaltet. Ich mache jetzt hier erstmal Ding frei. Die Kiste hier drin und die ist sehr unangenehm. Wie ist das? Das ist eine sehr unangenehme Kiste hier in der Ecke. Souls collected, claim your reward. Oh, oh nein. Nein! Ich sterbe! Ich bin tot. Wo bist du? Am Strand. Ich renne. Aber all souls collected hieß es jetzt gerade. Ja, aber wo ist der Reward? Wo kriegt man den? Keine Ahnung. Wenn ich das jetzt wegspawnt. Ich hab schneller Wiederbeleben, alles gut und Stamina up. Und das ist ein Haufen Geld. Bitte. Nice, danke. Wo ist der Reward? Den müssen wir jetzt halt finden. Oh nein, ich mache wieder denselben Fehler und gehe hier in die Ecke rein. Oh, war das knapp. Claim your reward. Die Kisten, wo könnte das denn sein? Das Alien-Ding. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat das ja irgendwie eine Position. Ich muss mir erstmal noch einen Schnugi holen. Vielleicht gibt's irgendwo. Oh. Vielleicht gibt's irgendwo einen Laden. Eine Bude. Vielleicht im Startgebiet? Da liegt schon mal nichts rum. Ich weiß es nicht, ey. So, jetzt nehme ich mir noch Taffy Nuffies mit. Oh nein, ich hab. Oh Gott, ich hab keinen Bombstopper mehr. Scheiße! Jetzt bin ich am Arsch. Wo liegst du? Am Nugi. Ich beeil mich, ich hab's damit ab, Gott sei Dank.
Ah, schaffe ich. Ja, du musst ja den Stopper holen. Stopper und... Ja. Nuki halt. Achtung! Die Granatenkills, das wird halt auch nochmal ein Genickbruch. Da muss man eine richtig schöne Crowd ziehen. Und dann gucken, ich bin mir sicher, irgendwo mal Granatenwanddinger gesehen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Zamtags. Ja, ja. Und es gibt noch irgendeine Granate in der Kiste, aber ich weiß halt nicht, ob die zählt. Oder ob ein Granatwerfer zählt. Wo ist denn die Kiste? Hinten irgendwo, ich hab Geld. So, Bumpstopper und Nugi ist bei mir erstmal am wichtigsten. Fire Sale. Oh, ein Fire Sale. Ich habe Skull Splitter gefunden. Ich habe dafür mal die Wunderwaffe weggelegt. Die kann ich, glaube ich, ja wiederholen. Außerdem war sie, wie gesagt, nicht so nice. Bang Bangs. Geh mal weg. Ich brauche eine neue Mystery Box. Schloss mich nochmal Mystery-mäßig ran. Ah, oh, nix, Alter. Ich hab nichts. Nee. Nee, der hier wird nichts, du. Alter, haben wir aber auch ein Glück? Oh mein Gott, wenn die Wunderwaffe einmal aufgebraucht... Nee. Na okay, die war, wie gesagt, ich fand die nicht so geil. Es ist noch eine bei der Hesselhoff-Brücke oben. Da habe ich noch mal. Da gucke ich mir mal die an. Da habe ich noch einmal reingekühlt mit dem Eimer. Hä, wo ist denn jetzt die Truhe hin? Da habe ich nochmal reingekool-aided. Ja, wir müssen jetzt irgendwie sucht Granaten. Ja, ich schau gerade, aber. Der hat bestimmt hier irgendwo einen Wandkauf Granaten. Irgendwo war irgendwas. Ich glaube, ich habe Zamtex gesehen. Ja, ich glaube es auch, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Warte mal, wo ist jetzt die Kiste? Hä? Ach, oben auf dem Brokeback Splash Mountain. Bin wahrscheinlich schon 10-mal dran vorbeigerannt. Da, wo die Rücken gebrochen werden. Da, wo die Rücken gebreakbacked werden. Gebreakback. Hier, beim Brokeback Splash Mountain. Termit. Für 3000. Was, Termit? Mhm. Granaten, oder was? Ja, ja, ja. Okay. Soll ich mal die Zombies jetzt dann hier wegmachen, oder? Nee. Was willst du noch machen? Lass mal noch. Ich will noch kurz drohen. Vielleicht habe ich Glück und hole uns noch Tentakulis oder sowas. Und dann probiere ich, ob die Termitgranaten funktionieren. Eine Osa. Ein Granatwerfer wäre halt geil. Vielleicht kriege ich den ja. Oh, ich hab Ding. Homunculus. Was? Homunculus? Tentakel? Ja, nee. Ja, ja. Ja. Er hieß ja auch Homunculus mal. Das war dieses Püppchen da. Na gut, dann jetzt schauen wir, ob dein Termit funktioniert. Ja, wo ist der Zombie? Ich bin am Strand unten. Bei dir der Zombie? Ja, einer, zwei sogar. Mhm. Warte, ich hab hier einen. Ja, nein. Nee. Och nö, Standardgranaten, echt jetzt? Echt jetzt? Können wir vergessen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, ey. Was jetzt? Echt? Der will uns Standardgranaten haben? Zamtex wenigstens? Ja, aber Zamtex haben wir auch nicht hier rumliegen. Granatwerfer halt wäre die Hoffnung. Ich hatte vorhin einen Granatwerfer, ich weiß aber nicht, ob der zählt. Ich bin an der Truhe. Hier ist eine Knarre. Die ganze Zeit kriegst du sowas wie einen Granatwerfer und willst den nicht. Und jetzt kriegst du ihn nie wieder, weißt du? Ich wusste gar nicht, dass es Granatwerfer gibt. Hier ist doch, was. Es gibt einen Granatwerfer. Ich habe einen Schraubenschlüssel bekommen. Eine Wrench. Und die Kiste ist schon leer, so schnell.
Aua. Wo bist du, Kiste? Naja, du hättest eine Chance, Granatenkills zu machen, wenn du sie mit der Raygun halt schwächst, ne? Und dann... Ja, aber du musst sie ja mit der Raygun schwächen, dann kommen noch ganz viele andere Zombies, vor denen musst du noch wegrennen. Dann musst du die Granate da liegen lassen. Du musst eine Conga-Crowd machen und dann halt ein bisschen so reinschießen, Crowd einmal rumdrehen, Granate rein. Naja. Ja, ich versuche gerade den Granatwerfer zu kriegen. Wo muss ich jetzt hin? Ah, in der Ice Zone. Noch habe ich ein bisschen Geld für einen Granatwerfer. Potenziell. Jetzt kriege ich die Machete und alles dauernd. Ey, du kriegst immer das, was du nicht willst. Oh, keine Ahnung, Alter. Ich wüsste jetzt echt nicht mehr, wo ich sie gesehen haben könnte, die guten Granaten. Sowas wie Tentakel werden dann auch nicht zählen, wenn das Termit nicht zählt, ne? Wahrscheinlich nicht. Ach komm, jetzt kriege ich wirklich immer... Na, ich habe aus Versehen Tentakel geworfen. Bin auf E gekommen. Und die Kiste ist schon wieder leer? Nö. Ich habe aber das Lachen gehört gerade. Ich auch, aber keine Ahnung. Wo ist eigentlich unser Preis? Ich habe den Granatwerfer. Okay, er hat einen Granatwerfer. Das ist schon mal nicht schlecht, aber wo ist unser Preis? Ja, stimmt. Ist der Zombie? Achtung, ich mache ihn tot. Der zählt! Der zählt! Oh, geil. Und wie dick. Ich habe doch gewusst, dass der zählen muss, weil das sind Standardgranaten. Damit haben wir jetzt eine realistische Chance. Aber wo ist... Guck mal, ich dachte vielleicht hier an der Bude, aber... Ich dachte oben bei Broke Splash Splash Mountain. Musst du dir auch Bombstopper holen? Ja, definitiv. Und ich habe noch Platz für einen Bombstopper. Könnte ich einen auf Murderers machen. Wo ist der Bombstopper ganz am Anfang, ne? Ich lauf mal hin und hol mir den. Hier im Strandhaus vielleicht die Belohnung? Also ich geh jetzt ans Startgebiet, ne? Ich bin hinten am Strand. Keine Ahnung, ey. Claim your reward hieß es gerade nur. Aber wo es den gibt. Okay, ich brauche unbedingt Bombstopper. Das Ding hat so eine Reichweite, was das Nuken angeht. Wo war der am Anfang? An dieser kleinen Eckenkiste. Also nicht bei der ersten Füllkiste, sondern bei der, wo die Affen erscheinen, wenn er aufs Klo schießt. Ah, okay. Nee, naja, zwischen den Toiletten. Was du meinst. Zwischen den Toiletten ist er. Hab ihn. Granatwerfer for the win. Hätte ich hier nicht bekommen. Unmöglich gewesen. Das wäre unmöglich gewesen, Alter. Schon erledigt. Mit Neil reden bitte, wenn du kannst. Ja, ich bin in der Nähe, warte. Fire Cell brauchen wir jetzt eigentlich sowieso nicht mehr. Na doch, Homunculus halt. Neil hat einen Insta-Kill in der Hand. Wie jetzt? Das war's? Da hätten wir schon den Boss machen können. Hier fliegen Seelen in den Himmel. Was? Wie Seelen? Hier fliegen Seelen bei Neil. What going on with Neil? Wasserseelen blasen! Ach, wir müssen das Portal oder was da noch füllen? Oh Gott! Renn! Oh Gott! Lasertron! Aua! Durch die ganze Map, Alter! Wie asozial ist das denn? Er schießt seinen Dreckslaser durch die ganze Karte! Vorsicht, der kann hier hochschießen. Weg. Durch die Treppen. Ich habe kein Geld mehr. Ich bin und keine Bombstoppers. Ich bin richtig am Sackloch. Ich muss erstmal hier aus dem Gang raus. Boah. Richtiger Assel-Move. Achtung, von allen Seiten.
Hier nicht stehen bleiben. Ich muss. Oh, und nachladen dauert ewig. Na, bei der Waffe geht's ja noch, die du gerade hast. Oh Mann. Alter. Dieser Kacklaser, der die Kills. Nee, es kann nicht sein. Anscheinend macht er immer wieder Challenges bis zum geht nicht mehr. Dann kannst du ja halt da ein paar Perks und sowas verdienen. Er ist bei mir. Alter, der Laser. Der geht aber auch durch alles. Ja, ja. Ich habe von hier hinten noch ein bisschen reingehalten, aber. Was ist da gerade die Main Conga? Ja, ja. Ich muss da irgendwie auch mal reinschießen in die Crowd. Oh, ich werde von hinten abgelasert, aber nee, down. Fuck. Der schießt ja wirklich über die gesamte Karte. Ja, und ich habe weder Sprinten noch Printen noch irgendwas anderes. Mies. Die Runde ist vorbei. Wenn du jetzt schnell zu mir rennst, kann ich mich noch hochperken. Ich versuch's ja. Oh Gott. Ich muss unbedingt einen Bombstopper mir holen. Der ist da hinten, falls du einen kaufen willst. Kannst du mir leisten. Alter, wie er den Laser durch die Karte. Aber ich habe keinen Nugi. Ich wollte mir erst Nugi holen, aber da ist gerade hier Captain Arsch. Egal, ich hole mir erst einen Bombstopper. Oh Gott, ich komme nicht mehr hin, ey, weil die spawnen. Na, dann lauf dich erstmal frei. Einfach mal wegrennen, weg von ihm. Ich mach den Wassergang frei. Weil ich brauche einen Nugi, weil wenn einer hier kommt... Ja, du musst die Mittelkonsole irgendwie noch füllen. Boah. Oh nein, da ist er. Renn weg, renn weg. Er will wieder seine unsichtbaren Laser durch die ganze Karte schießen. Ich hab noch einen Wiederbelebungs-Notfall Tentakelmann. So, Nugi habe ich wieder im Blut. Boah, Gott. Ja, wir müssen dieses Portal füllen anscheinend. Oh. Was ist jetzt los? Ein Grabbo-Mann. Oh nein, El Krabulon, der geht mir auch noch auf den Senkel. Oh nein, Mann! Nee, ich komm nicht mehr zurück. Das kannst du vergessen. Ich komm in deine Richtung. Wo liegst du? Um Richtung, ja. Ne, an dem, wo der Weg sich spaltet, die erste Tür, die wir fast aufkaufen, quasi. Oh nee, Krabbo! Und tot. Ja. Alter, das gibt's doch nicht! Sag ich doch, Krabbolon! Das ist echt widerlich, du. Das ist echt widerlich. Tja, beim nächsten Mal, last try. Wir waren eigentlich schon da durch. Wir hätten nur noch die Seelen da reinfüttern müssen. Ne? Ja, nur noch. Und dann wäre das Portal und dann hätten wir schon den Endboss. Der Endboss ist recht easy. Der ist richtig easy. Da spawnen auch keine Krabben, keine Clowns, kein Alien-Konga-Mann. Nichts. Der ist eigentlich ziemlich Chili-Vanilli. Ja, aber warum haben wir denn nicht einfach gefillt? Ja, weil wir den Riesen dann da bekommen haben. Ja. Als wir die Nil-Challenge abgeschlossen haben, kam der Riese. Und den müssen wir erstmal platt kriegen und dann hätten wir es fillen können. Der Riese, dann wäre es locker gewesen. Too strong. Ja, das war halt mal wieder unser Kalmar, ne? Ja. Das klassische Kalmar. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.